einmal einen Blick in das Innenleben des Schiffes. Einer der vielen Gänge, auch hier Sauberkeit, sehr gepflegter Zustand. Ein anderes Schiff wurde einkommend passiert, in respektvollem Abstand. Versteht sich. Treppe, ein Aufgang im Inneren des Schiffes. Schon damals wurde bei der Ausstattung der Atlas oder beziehungsweise der Braunfels Material verwandt, das entweder feuerfest oder schwer entflammbar ist. Und wohin man auch schaut an Bord dieses Schiffes, überall sind noch die alten Schilder in deutscher Sprache vorhanden. Nichts wurde geändert. Hier der alte Generalplan noch mit dem ursprünglichen Namen MS Braunfels. Alles Relikte aus einer schon lang vergangenen Epoche. Die Besatzungsangehörigen haben überall Fußmatten ausgelegt, damit kein Dreck von außen in das Schiff hineingelangen kann. Auch das spricht natürlich für sich. Der Funkraum mit der Zonenuhr an der Wand und den einzelnen Funkgeräten. Solche Funkstationen werden heute auf den modernen großen Schiffen nicht mehr eingebaut. Da ist das alles viel, viel kleiner. Und Funkstationen selber gibt es auch nicht mehr. Alles wird von der Kommandobrücke aus bewältigt. So ist das natürlich auf der Atlas nicht. Hier wird ja auch noch zusätzlich ein Funkoffizier gefahren, als Besatzungsmitglied. Es sind leichte Vibrationen im Schiff, daher die Nebengeräusche. Doch das ist bei Schiffen dieser Art völlig normal. Das hat nichts zu bedeuten. Hier die Funkanlage, gebaut von der Firma Debeck. Hinweis, Schild zur Kommandobrücke. Mal ein Blick in die Kombüse des Schiffes. Hier werden ja die warmen Mahlzeiten und auch die Kaltverpflegung zubereitet von den Köchen. Und auch diesen Teilen, diesem Arbeitsplatz sieht man sein Alter nicht an. Das ist irgendwo bewundernswert. Und nicht selbstverständlich. Hier eine Durchreiche zur dahinterliegenden Messe. In der Mitte dann der große Herd, dann die Teichknetmaschine im Vordergrund. Alles Bauteile, die auf so einem Schiff unbedingt erforderlich sind. Alles Pico Bello sauber. Es glänzt und blitzt, ja, fast wie am ersten Tag. Eine Glastür mit dem Wappen der Stadt Bremen, dem ersten Heimathafen dieses Schiffes. Hier eine Messe, in der also Verpflegung eingenommen werden kann. Auch hier ein hervorragender Zustand. Bei der Hansa wurde schon immer Wert darauf gelegt, damals, dass sich die Besatzungsangehörigen an Bord während ihrer sehr langen Reisen, die teilweise über ein Jahr dauerten, wohlfühlten. So auch die Ausstattung ihrer Frachtschiffe, wie man hier auch deutlich noch sehen kann. Der Seemann hatte ja nichts anderes. Er war nur mit seinen Kollegen zusammen. Es waren immer wieder dieselben Leute. Und auch eine solche Ausstattung, ein solcher Komfort, trug natürlich deutlich dazu bei, dass Aggression oder Konfrontation von vornherein im Keime erstickt werden konnten. Auch
das ein sehr wichtiger Aspekt. Eine Eingangstür zur Messe mit der damaligen Reedereiflagge. Hier ein Telefonverzeichnis an einer Wand einer Kabine, damit Leute immer erreichbar sein konnten, wenn sie sich auf ihren Kabinen befanden. Eine Lotsenkammer, die sogar zwei Lotsen aufnehmen kann, komplett ausgerüstet, ausgestattet. Denn es gab auch mal Zeiten, dass die Lotsen das Schiff nicht verlassen konnten, dass sie weiter mitfahren mussten aufgrund von schlechtem Wetter. Und so hatten sie hier eben Möglichkeiten, sich zu entspannen und sich eventuell einmal zurückzuziehen. So, der erste Tag auf See ist rum und die Sonne wird sich bald am Horizont verabschieden. Als blutroter Ball geht sie langsam unter. Ein sehr schönes Schauspiel, das man im Grunde genommen nur auf hoher See erleben kann. Der nächste Tag ist angebrochen und die See ist etwas rauer geworden. Das Schiff macht leichte, aber harmonische Bewegungen. Und es hat natürlich wieder angefangen aufzubrisen.
Man hört die Einschläge. Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man sowas miterleben darf. Das Schiff ist lange Zeit nicht gemalt worden im Unterwasserbereich. Auch das kann man an der Birne sehen. Am Algenbewuchs und am Rost. Doch das schadet ihm nichts. Bei der nächsten längeren Ruhephase wird dieser Farbanstrich dann nachgeholt werden. Noch einmal die Tür zum Offizierssalon. Und hier noch einmal schöne Fahrtaufnahmen. Das Wasser, das vom Schiff vorne verdrängt wird, teilweise schießt es zur Seite und das Schiff geht richtig rhythmisch auf und ab. Hier der Blick, den der Wachoffizier hat während der Seereise. Der mächtige Bug, etwas anders gefilmt. Und er ist wieder gewaltig eingetaucht. Und deutlich kann man auch sehen, mit welcher Geschwindigkeit dieses mächtige Schiff durchs Wasser fliegt. Und das Ganze noch einmal aus einer anderen Perspektive gefilmt, vom Hauptdeck aus. Und auch hier kann man sehr schön sehen, wie sich dieser Frachter bewegt. Dass er nicht nur auf und ab geht, sondern teilweise eben auch seitliche Bewegungen macht.
Wir befinden uns jetzt im Inneren des Schiffes, Mannschaftsunterkünfte und Arbeitsspinde, Spinde, in denen das Arbeitszeug des Personals untergebracht ist. Hier ist es etwas spartanischer eingerichtet, doch das ist auf allen Schiffen so. Dennoch nicht unbedingt ungemütlich. Mannschaftsspeisesaal, natürlich nicht zu vergleichen mit den Räumlichkeiten der Offiziere. Aber auch hier alles sehr, sehr sauber. Und die Leute sind zufrieden. Hier wird gearbeitet, wie man in der Kombüse, wie es in der Seemannssprache heißt. Auf dem Herd brutzelt das Essen. Und bei solchen Aufnahmen kann man eigentlich traurig sein, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Denn in den Küchen an Bord von großen Seeschiffen riecht es immer sehr, sehr einladend. Und die Leute, die dort arbeiten, verstehen ihr Handwerk. Das Essen ist in der Regel sehr gut. Eine Waschmaschine ist auch vorhanden, sodass Dreckwäsche sofort an Bord gereinigt werden kann. Und auch ein Bügelautomat steht zur Verfügung, zum Beispiel für die Hemden, für die Hosen. Ist natürlich klar, dass Blaumänner nicht gebügelt werden. Das gibt es nur an Land bei der Bundeswehr. Für die Freizeitgestaltung ein Kraftgerät und eine Tischtennisplatte sowie ein Trimmfahrrad. Also auch für körperliche Ertüchtigung außerhalb der Dienstzeit ist hier durchaus gesorgt. Die See hat sich jetzt wieder etwas beruhigt und wir befinden uns weiterhin auf direktem Kurs nach Piräus.
So, wir befinden uns jetzt im Maschinenleitstand der Atlas. Von hier wird die große Antriebsmaschinenanlage gefahren. Hier sind die Überwachungsinstrumente, Aggregate, Bedienungselemente und so weiter. Atlas kann noch nicht nur von der Kommandobrücke aus gefahren und überwacht werden. Das war bei diesen älteren Schiffen noch nicht möglich. Dennoch war die Technik zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Im Hintergrund das Dröhnen der großen Hauptantriebsmaschinen. Der Hauptmotor der Atlas leistet immerhin 9520 PS und das Ganze gibt dem Schiff beladen eine Geschwindigkeit von maximal 15,9 Knoten. Das sind in etwa 28 Kilometer pro Stunde. Durch die Form des Rumpfes, die eher einem Bullcarrier gleicht, einem kleinen Bullcarrier, kann man dieses Schiff auch nicht zu den modernen Schnellläufern, wie etwa bei der ST-Klasse der Hansa, zählen. Doch das war von vornherein auch nicht beabsichtigt. Hier die Betriebsstunden, der Betriebsstundenzähler des Hauptmotors, der Hauptmaschine. Und hier wiederum eine Warntafel, ein altes Relikt von Hansa noch, in Deutsch. Auch hier heißt es, Sicherheit über alles, Safety first. Hier ein Blick über die große Antriebsmaschine, genauer gesagt über die Zylinderköpfe. Auch hier alles in einem Picobello-Zustand. An der Wand hinten ein Reservezylinderkopf, der seefest gelascht ist. Man muss dazu wissen, bei den großen ozeangehenden Schiffen ist nicht nur eine Maschine im Schiff, die das Schiff antreibt, sondern es wird in der Regel eine halbe, zweite Maschine zerlegt, in Ersatzteilen mitgeführt. Denn auf See gibt es keine Werkstatt, gibt es keinen Kundendienst. All das muss von den Ingenieuren und dem Maschinenpersonal selbstständig durchgeführt werden. Und so ist solch ein Schiff auch ausgerüstet wie eine kleine, moderne Industriestadt. Generatoren, Stromerzeuger, Pumpen, Handräder, Ventile, Reserveteile, Rohstähle und so weiter, all das ist vorhanden. All das wird irgendwann einmal benötigt. Und bei diesem Schiff kann man ganz deutlich sehen, dass hier ein Chief, ein leitender Ingenieur an Bord ist, der sein Schiff liebt, der darauf achtet, dass es sich immer in einem tadellosen Zustand befindet. Man kann hier fast vom Fußboden essen. Und das will schon etwas heißen heutzutage. Insbesondere auf einem Schiff, was 21 Jahre alt ist. Hier also ein großes Lob an den leitenden Ingenieur, der Atlas. Hier die Werkstatt mit Drehbank, Bohrständer, Fräsbank und so weiter, um eben, wie gesagt, nicht nur Reparaturen durchführen zu können, sondern auch um Teile, Bauteile selbst herstellen zu können. Große Rudermaschine des Schiffes. Ein Bauteil, das peinlichst genau von den Ingenieuren gewartet wird. Es ist ein Hydraulikbauteil, denn ein Ruderblatt von der Größe des Blattes der Atlas kann man nicht mehr von Hand bewegen. Hier ist eine komplizierte Hydraulik notwendig. Und wenn diese ausfällt, dann könnte das Schiff durchaus sehr schnell bei schwerer See in Seenot geraten. Es könnte querschlagen und umkippen. Zumindest könnte es sehr schwer beschädigt werden, da die Atlas ja nicht über einen Bugstrahlruder verfügt, mit dem man notfalls ein Schiff noch lenken kann, sodass es mit dem Kopf zur See zu liegen kommt. Hier einmal der Anzeiger
wie weit das Ruderblatt gelegt ist an der Rudermaschine direkt. Und man sieht, wie die Rudermaschine arbeitet, wenngleich sie auch auf Automatik gestellt ist. Noch einmal die Zylinderkopfstation. Und im hinteren Bereich dann eines der Abgasrohre, die dann letztendlich im Schornstein münden. Ständig wird in der Maschinenanlage gearbeitet. Es werden Filter gewechselt, es werden Reinigungsarbeiten durchgeführt, Schrauben werden nachgezogen, Drücke werden abgelesen und so weiter. Ein Arbeitsplatz, der in der Regel immer besetzt ist. Unendliches Gewirr von Rohrleitungen, Schiebern, Pumpen, Handrädern und Bauteilen. Und nur der Fachmann kennt sich hier aus und findet hier durch. Und das ist auch gut so. Alleine schon aus diesem Grund wurde auf den Schiffen schon immer eine Trennung gemacht. Einerseits Maschinenpersonal, zum anderen aber nautisches Personal oder Deckspersonal. Die einen sind für den Antrieb, für den reibungslosen Verlauf der Reise verantwortlich. Die anderen für die Navigation, für die Sicherheit und die Ladung. So sind auf den großen Seeschiffen alle Aufgaben peinlichst genau verteilt. Und jeder muss sich an seine Aufgabe halten. Sonst läuft es nicht. Das heißt also, der Teamgeist, das Arbeiten in der Gruppe, das Denken für den anderen wird hier ganz groß geschrieben. Das ist auch überlebenswichtig. In einem Notfall kann das von höchster Wichtigkeit sein. Letztendlich verantwortlich für den reibungslosen Verlauf ist natürlich der Kapitän. Und ein guter Kapitän wird immer dafür sorgen, dass er auch eine gute Mannschaft hat. Hier andere Bauteile, Reserveteile, Ventile, die so angebracht sind, dass man notfalls jederzeit an sie heran kann. Ballastpumpen mit den zugehörigen Leitungen, es sind sehr dicke Rohre, um dem Schiff, wenn es leer ist, mit Hilfe von Ballast immer die richtige Lage, den richtigen Trim im Wasser zu geben. Im vorderen Bereich haben wir Separatoren. Das sind Bauteile, die das Schweröl, mit dem das Schiff angetrieben wird, reinigen. Erst einmal erhitzen auf eine bestimmte Temperatur, damit es dünnflüssig wird. Dann reinigen, das heißt von Schadstoffen, von Schwebteilchen befreien, damit es letztendlich in der Hauptmaschine verbrannt werden kann. Dann die schnell drehende Propellerantriebswelle in der Mitte mit einem Lagerbock, der dafür sorgt, dass dieses Bauteil immer geschmiert ist. Dass es also nicht festlaufen kann, denn auch das wäre katastrophal. Und hier noch einmal die Zylinderstation. Mit den großen Klappen, hinter denen sich die Pleuelstangen mit den Kreuzköpfen, die Verbindung herstellen zwischen Kolben und Kurbelwelle, befinden.